Ja, wo soll man da genau anfangen? Ich hatte da so eine verrückte Idee. Ein Jahr später sitze ich hier und stelle mir ganz offen und ehrlich die Frage, wie habe ich das bloß umgesetzt? Das ist meine kleine Geschichte. Ich bin ein ganz normaler Typ, der sich ab und an immer neue Ziele setzt. So kann man meinen Werdegang hin zu den Themen Filmen und Videoschnitt, ich glaube, am besten zusammenfassen. Bereits sehr früh habe ich angefangen, mich und meine verschiedensten Aktivitäten zu filmen. Das begann bereits in jungen Jahren. Ich habe schlicht alles, was ich so während meiner Pubertät und dem weiteren Heranwachsen getan habe, gefilmt. Neben dem filmerischen Aspekt habe ich mich auch vor allem für die Technik interessiert. Es ist unfassbar interessant und spannend zu sehen, was es für neue Kameras, Equipment etc. auf dem Markt gibt und wie man damit eine ganze Geschichte schreiben kann. Irgendwann bin ich dann beim Thema Radsport gelandet. Ich wurde aufgrund einer angeborenen Erkrankung recht oft operiert. Und aufgrund dessen war und ist es mir nicht möglich, alle Sportarten auszuüben. Mein Körper zeigt mir da ganz klare Grenzen auf. Was allerdings immer möglich war, ist das Thema Radfahren. Bisher habe ich das Thema Rad rein als Fortbewegungsmittel betrachtet. Als ich älter wurde, bin ich dann beim Thema Radsport gelandet und habe 2018 tatsächlich mein erstes kleines Jedermannrennen absolviert. Inzwischen bin ich den Radsportklassiker rund um Köln bereits einige Male gefahren und auch gar nicht so langsam, wie ich finde, vor allem für meine Verhältnisse. Und bereits während dieser Zeit habe ich erste kleine Filme, Videoideen und kleine Mini-Projekte für mich selber und dem Thema Radsport umgesetzt. Das hat mir dann aber irgendwann nicht mehr gereicht, wie ich in meinem ersten YouTube-Video auf diesem Kanal berichtet habe. Ich wollte etwas Größeres, ein Jahresprojekt. Ich habe mir also die Frage gestellt, wie kann ich das Thema Radsport und Video-Editing zusammenführen und gleichzeitig ein Jahresprojekt auf die Beine stellen. Schnell kam ich zu dem Schluss, einen meiner besten Freunde und gleichzeitig Elite-Amateur-Bundesliga-Fahrer zu kontaktieren. Diesen habe ich auch schnell überzeugen können. Entstanden ist das erste große Einjahresprojekt. Begonnen hat alles hier. Ja, hallo, mein Name ist Michael, bin 26 Jahre alt, ich bin der Bruder von Alexander und gemeinsam haben wir an der Miniserie 365 Tage gearbeitet, wo wir Marcel ein Jahr lang begleitet haben. Mein Part war eher als Produktionsassistent, wo ich versucht habe, Alexander möglichst weit zu unterstützen, gerade so kreativen Dingen, sei es im Anfangsprozess, so Brainstorming, Ideen sammeln, wie überhaupt die Serie aufgebaut werden soll. Oder das Poster ist beispielsweise von mir entstanden, was ihr vielleicht dann vor der Serie gesehen habt. Was hätte ich ohne meinen Bruder nur gemacht? Ich bin sehr froh, diese Frage nicht wirklich beantworten zu müssen, da er mir dankenswerterweise über das Jahr hinweg zuverlässig an der Seite stand.
Neben grundlegenden Unterstützungsangeboten hinsichtlich dem finalen Konzept, generellem Brainstormen und jeglicher Art der bildbezogenen Visualisierung sowie Bearbeitung ist eines deutlich hervorzuheben. Ohne meinen Bruder wäre all das, was ihr in den 10 Folgen unserer Radsport-Miniserie gesehen habt, nicht möglich gewesen. Schließlich ist ein Jahr eine lange Zeit, wenn man dies aus meiner persönlichen Sicht betrachtet. Ein solches Projekt hatte ich vorher noch nicht und selbstverständlich schwindet irgendwann auch die Motivation, dieses durchzuziehen. Ich arbeite hauptberuflich 40 Stunden die Woche, habe eine wunderbare Freundin sowie eine tolle Familie und Freunde. All diese Aspekte setzen Zeit und Kapazitäten voraus. Ich war das ein oder andere Mal an dem Punkt, wo ich mich gefragt habe, wieso machst du dieses Filmprojekt überhaupt? Was hast du davon? Schließlich haben beispielsweise einzelne Rennen alleine eine Fahrzeit von einigen Stunden, um dort anzukommen und überhaupt mit den Dreharbeiten zu beginnen. Wieso sollte ich mich beispielsweise an einem Samstag, einem der freien Tage, in ein Auto setzen, stundenlang durch Deutschland fahren, nur um ein Radrennen zu filmen? Durch meinen Bruder habe ich mir die notwendige Motivation geholt, die mir zwischendurch gefehlt hat. Im Nachhinein bin ich unendlich dankbar, dass wir diese Reise gemeinsam bestritten haben. Davon werden wir lange berichten können. Eins sollte man an dieser Stelle aber auch nicht unterschätzen. Neben den zentralen Akteuren, dem richtigen Thema und einem tollen Konzept hat man lange noch nicht gewonnen, wenn das richtige Equipment nicht dabei ist. Schließlich bringt dir die beste Idee nichts, wenn du sie nicht visualisieren, festhalten und filmen kannst. Demnach stelle ich an dieser Stelle das technische Zubehör vor, welches mir über das Jahr hinweg ermöglicht hat, die ganzen Aufnahmen festzuhalten. Begonnen habe ich die ersten Folgen ausschließlich mit meinem Handy, dem iPhone 14 Pro, zu filmen. Ich habe mich bewusst für dieses Handy entschieden und es kurz vor Beginn der Filmaufnahmen gekauft. Eine richtige Filmkamera war mir zu dem Zeitpunkt zu teuer. Mein altes Handy wollte nicht mehr wirklich funktionieren und so dachte ich mir, eine klassische Win-Win-Situation. Mein iPhone 14 Pro hat mich nie im Stich gelassen, aber ganz alleine ist es dann doch etwas aufgeschmissen. Es brauchte also etwas Unterstützung. Um die iPhone-Aufnahmen auch gut zu vertonen, brauchte ich also ein entsprechendes Ansteckmikro. Schnell fiel die Wahl auf das DJI Mic. Hier stimmt einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis aus meiner Sicht. Eine sehr, sehr lange Akkulaufzeit, kleine Geräte und eine Ladebox dauerhaft dabei. Was will man mehr? Zusammen mit meinem iPhone sind so der Großteil aller Folgen aufgenommen worden. Ob einzelne Interviews, B-Roll-Material oder aber ganze Rennszenen. Diese Kombination hat mich treu und zuverlässig begleitet. Um in den ersten beiden Folgen auch 2 Kameraperspektiven liefern zu können, habe ich mir eine weitere Kamera geliehen. Eine zu kaufen war mir weiterhin zu teuer. Sie ist und bleibt nicht die beste Kamera auf dem Markt, für welche ich mich entschieden habe. Die Akkulaufzeit war nicht besonders gut und auch die Bildauflösung hat etwas zu wünschen übrig gelassen. Aber jeder muss mal klein anfangen und die Lumix, ja, war da genau die richtige Kamera für mich. Um neben der Lumix auch mein iPhone beispielsweise für Interviewsituationen optimal und wackelfrei aufzustellen, habe ich mir das DJI Gimbal zugelegt. Neben der üblichen Gimbal-Funktion habe ich dieses vor allem gerne als Stativ benutzt. Da das iPhone an sich bereits eine Art Gimbal-Funktion integriert hat, war auch diese Kombination perfekt für mich gemacht. Jede spannende Doku oder jeder spannende Film benötigt auch das entsprechende Flugmaterial. Auch hier habe ich mich für die Marke DJI entschieden und mir die Mini 3 gekauft,
eine kleine, kompakte und sehr zuverlässige Drohne. Mit ihrem Gewicht von 249 Gramm konnte man so auch einem Drohnenführerschein glücklicherweise aus dem Weg gehen. Die entsprechenden und relevanten Lizenzen sowie Versicherungen habe ich selbstverständlich aber abgeschlossen. Nach einigen Monaten und dem Wissen, dass ich auch nach der Miniserie weitere Filmprojekte angehen möchte, habe ich mir dann doch zusätzlich eine spiegellose Vollformatkamera zugelegt. Die Sony A7 Mark IV in der Kombination mit dem 24-70 Objektiv war für mich das letzte Puzzlestück, um für meine Ansprüche und Herausforderungen in der Gegenwart und Zukunft bestens gewappnet zu sein. Ohne einen passenden PC bringen aber auch die besten Kameras nichts. Ich habe das Glück und das Privileg, bereits vor einigen Jahren mit einem Freund zusammen meinen eigenen PC selbst gebaut und umgesetzt zu haben. Dieser rundet mein Equipment vollständig ab und ermöglicht es mir, auch große Filmformate wie RAW in DaVinci Resolve wackelfrei zu bearbeiten. Wir halten fest, ohne die personelle Unterstützung von meinem Bruder und gleichzeitig dem technischen Zubehör wäre die Dokumentation 365 Tage, eine Radsport-Miniserie, nicht möglich gewesen. Auch wenn es manchmal nur für ein paar Sekunden zu sehen war oder aber über diverse Folgen hinweg. Neben Marcel waren einige Personen dafür bereit, sich in privaten und persönlichen Momenten abfilmen zu lassen und so Teil dieses Jahresprojektes zu werden. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Menschen bedanken, die bereit gewesen sind, an meinem Projekt teilzunehmen. Um keine Personen versehentlich übers Jahr hinweg vergessen zu haben, möchte ich meinen Dank ganz allgemein ausdrücken. Ein paar Personen müssen aber individuell vorgestellt werden, da sie dann doch eine größere Rolle eingenommen haben. Neben meinem Bruder habe ich vor allem meiner Freundin zu danken, die das ein oder andere Mal mit den Nerven am Ende war, zumindest ein wenig. Des Öfteren habe ich meine freie Zeit in das Filmprojekt gesteckt. Das können einzelne Stunden gewesen sein oder aber das ein oder andere Wochenende. Zudem war sie bereit, das ein oder andere Mal im Hintergrund zu unterstützen. Gerade das erste Setup des ersten Interviews mit Marcel in Folge 1 zu sehen, habe ich mit meiner Freundin festgelegt. Danke für deine tolle Unterstützung während meines Projektes und natürlich auch im Privaten. Ich bin stolz, dich an meiner Seite zu haben. Wer hätte das gedacht? Eine Freundschaft durch ein Filmprojekt zu gewinnen. Laurin Krohn, der Trainer von Marcel, ist inzwischen ein guter Freund geworden. Marcel gab ganz zu Beginn unserer Dreh- und Konzeptarbeiten im November 2022 an, dass es vielleicht eine coole Idee wäre, seinen Coach Laurin Krohn mit vor die Linse zu bekommen. Und genauso sollte es sein. Laurin hat sich im Laufe der Miniserie zu einer zentralen Nebenrolle entwickelt. Auch dir, Laurin, möchte ich meinen Dank aussprechen. Wir beide sind zu einigen Rennen, Trainingslagern und vielem mehr angereist. Gerade du hast der Serie eine wunderbare Struktur geliefert und sie fachlich auf ein ganz neues Niveau gehievt. Ohne dich wäre das eindeutig nicht möglich gewesen. Was mich wahrscheinlich auch auszeichnet, ich habe nie Werbung geschaltet oder Empfehlungen ausgesprochen. An dieser Stelle möchte ich dies aber kurz tun, denn es ist angebracht. Laurin ist studierter Coach und Leistungsdiagnostiker im sportwissenschaftlichen Bereich. Zusammen mit Kenny Abel ist er mit Sportformance selbstständig. Wenn du also Lust hast, professionell an deiner Schwelle zu arbeiten, nimm gerne Kontakt auf. Ich blende dir hierzu die relevanten Daten und Fakten ein. Auch ich trainiere seit einigen Monaten im Coaching unter Laurin und mache diverse Fortschritte. Eventuell werde ich zu diesem Thema das ein oder andere Video auf diesem Kanal hochladen. Das werde ich aber spontan entscheiden. Jetzt aber weiter. Grundlegend möchte ich dem gesamten RG Rhein-Erft-Team danken. Vielen Dank, dass ich euch bei einzelnen Rennen begleiten und schonungslos filmen durfte. Insbesondere Paul ist an dieser Stelle zu nennen. Ein weiterer Dank gehört eindeutig Marcels Eltern. Gerade ihr habt die erste Folge sehr nahbar und persönlich erscheinen lassen. Einzelne Kommentare weisen darauf hin. Vielen Dank euch beiden.
Das letzte Wort an dieser Stelle gehört Anna. Sie ist nicht nur die Freundin von Marcel, sondern, und ich glaube, ich darf mir diesen Kommentar erlauben, eine der zentralen Säulen in Marcels Leben. Oder wie es Marcels Vater sagt? Na, ist schon eine tolle Frau. Ne? Die kann viel, stellt das aber nie irgendwie hoch. Und der Marcel schwärmt halt schon immer von ihr. Beispielsweise wäre Folge 7 nicht möglich gewesen, da ich bei keinem Arzttermin dabei gewesen bin. Dankenswerterweise hat sie in den richtigen Momenten das Handy gezückt und schlicht draufgehalten. Nicht nur für diese Unterstützung möchte ich dir danken. Hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, dass ich eine kleine Community aufbauen werde, ich hätte diese Person für verrückt erklärt. Ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass die einzelnen Folgen maximal jeweils 50 Aufrufe erzielen werden. Schließlich habe ich keine Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal. In erster Linie war das Videoprojekt für Marcel und mich gedacht. Inzwischen haben wir weit über 700 Abonnenten, über 70.000 Aufrufe und über 800.000 Impressionen und vieles mehr. Vielen Dank an jede einzelne Person, die meinen Kanal abonniert, in der Kommentarfunktion inhaltlich beigesteuert und schlicht die Videos geschaut hat. Der Hauptgrund, wieso ich diese Bonusfolge überhaupt geschnitten habe, seid ihr. Mir ist an dieser Stelle wichtig hervorzuheben, dass ihr nicht mit weiteren wöchentlichen Videos rechnen könnt. Dennoch werde ich über die nächsten Monate vereinzelte Videos zum Thema Radsport hochladen. Mal sehen, was mir da so einfallen wird. Bleibt dem Kanal gerne treu. Ich freue mich auf die Zukunft und einen positiven Austausch. Euer Alex.